Yo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gaming Night. Ja, und heute werde ich Jörn und nicht Neuling so richtig schön pranken. Also, wir haben uns um 13 Uhr irgendwo, um 13 Uhr wollten wir uns irgendwo treffen. Den genauen Stand möchte ich jetzt hier nicht sagen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Auf jeden Fall, werden wir uns 13 Uhr eben diesen Ort eben treffen. Und da ist mir was richtig Geniales eingefallen. Ich werde einfach, der Prank ist jetzt zwar nicht so heftig wie bei anderen YouTubern, sondern ein bisschen harmlos eigentlich schon. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja trotzdem noch ein bisschen lustig. Auf jeden Fall. Mein Plan ist es, wir wollten da um 13 Uhr eben, wollten wir uns da eben treffen, wollten dann Verstecke spielen. Und ich werde dann einfach zu den Jungs sagen, lasst aber nur bis 14 Uhr, weil sonst habe ich, länger als 14 Uhr will ich nicht draußen bleiben. Hab dann einfach keine Lust mehr darauf. Blabliblub und blabliblub und so weiter und so fort. Und ich bin echt mal gespannt, wie die denn darauf reagieren, wenn ich sage, ich bleib nur bis 14 Uhr. Und danach habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe nach Hause, tschüss. Und ja, und das will ich einfach mal sagen, wir sehen uns gleich wieder im Geschehen. Ja, ich kann heute auch nicht so lange, nur bis 14 Uhr, dann muss ich wieder nach Hause. Ja, ich habe keinen Bock, so lange draußen zu bleiben. Nur bis 14 Uhr, länger nicht. Hat dann auch keinen Bock. Ist doch schon schönes Wetter. Ja, mir scheißegal, ich bleib nur bis 14 Uhr. Alter! Irgendwas für aufnehmen, ich bin Cookie-Knicker, das ist nichts Aufnehmendes. Cool. Eigentlich durfte ich eigentlich Leute, lass einfach 14 Uhr einfach verschwinden, oder? Länger als 14 Uhr müsste ich hier sein. Ah, müsstest du erst hier sein, da bist du aber früher. Ja. Egal, aber keine bis 14 Uhr danach. Du bist kein Bock, ne? Warum hat es so lange gedauert? Okay. Scheiße, mein Keller liegt im Bach. So, wer fängt jetzt an hier zu suchen? Ich nicht. Ich würde zwar sagen, zwei suchen und zwei verstecken dich. So ist das einfach viel besser. Natürlich! Ja, wenn nur einer sucht und drei dürfen sich irgendwo verstecken. Nee, also geht verstecken. Ja, aber zwei geht schneller. Ja. Dann können wir ein größeres Feld aber jetzt nehmen. Jetzt für zwei. Ja, aber wenn sie drei verstecken, kann man ein großes Feld. Ja, und man findet schneller als welche. Ja, dann lass so machen. Man findet mehr. Also, eine Person, aber du glaubst, ich nehme auf? Ich bin Cookie-Klicker, ne? Ich nehme also nicht auf. Zieh mal runter. Ja. Ja, siehst du. Ja, oh Mann! Leute, Prank ist mal wieder schief gegangen. Man kann ihn einfach nicht verarschen. Das Einzige, wo ich ihn verarschen konnte, ist, wo er mich früh noch angerufen hat. 10 Uhr oder so. Du bist da wirklich drauf reingefallen. Du denkst, ich habe keinen Bock? Oh mein Gott! Natürlich habe ich Bock, Verstecken zu spielen. Was ist los mit dir? Nein, ich bleib ein bisschen länger draußen. Eigentlich hab ich mich mit 17 Uhr wollte da mit einem Kumpel spielen, aber nee, draußen. Nee. Deswegen? Wann willst du das denn auch essen? Das ist mir dann auch eingefallen. Deswegen bleibe ich jetzt bis 19 oder 20 Uhr, weil es ist einfach besser. Nicht so lange an der Konsole, draußen ist gesünder. Deswegen. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ja, lass einfach Verstecke. Auf jeden Fall, Leute. Prank ist schief gegangen. Ja. Leider nicht drauf reingefallen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er fällt nie drauf rein. Gut, vielleicht lag das auch einfach daran, weil ich mein Handy draußen habe, aber was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn ihr noch einen Prank sehen wollt, der vielleicht wieder schief geht, einfach liken, abonnieren und uns in den Kommentaren schreiben. Und besucht nicht Neuling. Er dreht auch nice Videos. Checkt ihn ab, abonniert ihn, gebt ein Like, schreibt irgendwas in den Kommentaren, wie ihr wollt. Und wir sehen uns in einem nächsten Video.